Ballgewinner 2012 und gleichzeitig Jubiläums-Scharfrichter Ballgewinner. Wie fühlt sich's an? Was sind die Emotionen jetzt? Das ist so eine klassische Olympia-Frage. Die Emotionen sind quasi, wie soll ich das jetzt erklären? Wenn man die Emotionen jetzt nehmen würde und so einen ganz billigen 5-Euro-Tauchsieder tun und dann auf 200 Grad hochheizen, so sind die. Ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist total kitschig, weil das sagen immer alle beim Kugelstoßen und so. Aber ich kann das nicht sagen. Es ist, ich bin paralysiert, stehe schwer unter Schock, habe mich trotzdem köstlich amüsiert. Ich bin nicht von mir selber, aber von der ganzen Veranstaltung, vom guten Geschmack der Juroren und von der frischen Luft unglaublich hingerissen. Offen gestanden, können Sie jetzt alles rausschneiden, ich stehe unter Schock und freue mich extrem. Ich glaube, dass das morgen im Zug mit diesem Beil, und wenn ich mich dann nochmal richtig freue, ganz übel, ich werde es wahrscheinlich in der Bildzeitung nachlesen können, aber ich bin euphorisiert, bis der Arzt kommt, was in den nächsten 10 Minuten soweit sein wird. Sie haben nicht damit gerechnet zu gewinnen? Nein, ich habe genau das Gegenteil mir ausgerechnet. Ich bin davon ausgegangen, dass ich vielleicht ein Sanifair-Voucher-Bon für einen Rastplatz kriege. Ich habe es mir nicht ausgerechnet, da waren so viele, und das sagt man ja auch immer, Klischee, Ausrufezeichen, coole Leute bei, wirklich. Klavierkabarettisten, solche Leute bete ich grundsätzlich an. Und auch Leute, die menschlich, wie vom Humor her, wie vom Auftreten extrem nett waren, freundlich, witzig, professionell. Nein, habe ich mir nicht ausgerechnet. Nein. Und dann kommt einer und liest und gewinnt. Ja, lesen muss ja man ja auch einmal in der Grundschule kurz gelernt haben. Das ist ja eine Sache, die kann man ja später noch benutzen, wie ich gerade festgestellt habe. Und ja, der liest. Aber ich lese. Und das Lesen ist eine alte Tradition. 2000 Jahre alt, ich stehe drauf. Wie kriegen Sie das Beil gut nach Hause im Zug? Ich werde dieses Beil morgen, was für ein Tag ist morgen? Normaler Nikolaustag, Donnerstag. Ja, für mich zählt das alles nicht mehr. Meine Mutter hat Geburtstag, herzlichen Glückwunsch, liebe Mutter. Ab jetzt, ja. Ich werde das in einer Reinigung dick in Seidenpapier einpacken lassen. Ich nehme das ja für das Inlay der Socken. In Seidenpapier einpacken lassen, eine Schleife drum machen. Und was meine Mutter diesmal zum Geburtstag kriegt, naja, ich glaube, vielleicht kaufe ich doch lieber Blumen. Ich werde es irgendwie transportieren und wunderschön einpacken und werde diese Axt jeden Abend in den Arm nehmen und hätte nicht gedacht, dass ich sowas mal sage. Ich freue mich unheimlich, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich würde gerne irgendwas sagen, das richtig cool und ruhrgebietsmäßig abgeklärt ist, aber ich freue mich total. Wie geht es jetzt weiter dann, nachdem Sie dieses Ball gewonnen haben? Wird das irgendwie Ihre Laufbahn, sage ich mal, in eine andere Richtung lenken jetzt? Naja, ich muss ja schon altersmäßig bedingt mehr Gas geben. Und ich weiß das nicht. Ich weiß nur, dass es zählt auch viel, das Hier und Jetzt. Und jetzt fühle ich mich gerade gut und glücklich. Und wie das weitergeht, das überlasse ich den Menschen, die mich sehen wollen oder auch nicht. Danke. Gerne. Danke.